Hallihallo, ihr Lieben. Willkommen zurück im Wald. Auf der Jagd immer noch. Ihr seht das, wir brauchen noch drei Rehfelle. Eins habe ich einstecken von den vieren, die wir insgesamt brauchen. Und mittlerweile sind wir gar nicht mal so schlecht, was die Jagd angeht. Gerade, wir haben gar nicht volles Leben. Was ist denn da passiert? Das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, was da passiert ist. Ihr wisst das vielleicht eher oder ihr wisst es auch nicht, weil ich es rausgeschnitten habe. Naja. Wir brauchen Rehe. Kein Reh in Sicht. Normalerweise sind hier in der Gegend relativ viele. Tauchen dann halt plötzlich vor einem auf. Aber jetzt gerade wollen sie nicht. Sind sie etwas schüchtern? Oder schlafen halt alle noch den Rausch vom Wochenende aus? Regnet. Oh, ein kleiner Lurch. Eine Echse natürlich. Und ja, ich schaue vielleicht auch, bevor es bei anderen YouTubern. Aber das ist ja nicht verboten. So, jetzt haben wir wieder mehr Tarnrüstung. Das ist gut, aber es ist immer noch kein Reh, was wir hier gefunden haben. Das ist ein Koffer. Ist wieder was Neues zum Anziehen drin. Wow. Ich sehe es ja nicht. Ich habe ja keinen Spiegel, um mich angucken zu können. Ich sehe immer nur den kleinen Ausschnitt, den ich sehe, wenn ich an mir heruntergucke. Was nicht so sonderlich viel ist, deswegen sind diese Outfits, die man findet, im Singleplayer, ja, jetzt nichts Besonderes. Im Multiplayer ist das nochmal was anderes, wahrscheinlich. Wenn man sich gegenseitig sehen kann. Hier gibt es irgendwie gar keine Tiere, habe ich das Gefühl. So, hier in der Gegend war ich auch noch nicht so oft, muss ich sagen. Weiß gar nicht, ob es hier doch noch was Interessantes zu entdecken gibt. Vorsichtig gucken. Kleine Flüsschen, Flussgabelung. Eventuell bin ich hier schon im Krokodilgebiet. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Das ist jedenfalls Grenze schon zum
laufen ein paar, viele. Da wäre es besser, wenn die mich nicht sehen. Kann ich vielleicht hier diese Echse... Nein, da war ich wohl zu laut oder ist er weggerannt? Also das letzte Mal, als ich hier auf der Seite war, da drüben, bei dem Felsen war ich dann hier drüber gekommen. Da hatten wir ja einen großen Mutanten gehört. Und ansatzweise auch in der Ferne gesehen. Deswegen werde ich hier ein bisschen vorsichtiger langlaufen. Aber ein Reh gibt's nicht. Bitte? Ich brauche noch ein paar Rehe. Das sah hier kurz wie eins aus, war dann aber doch keins. Bin ein bisschen paranoid, wenn ich hier langlaufe. Weiß nicht, ob ihr das merkt. Halt hier auch so offen. Wenig Deckung. Ich glaube, das... Die Hasen erschrecken mich immer. Ich glaube, das war hier nämlich auch mal die Stelle, wo einer, ein Eingeborener von oben auf uns draufgesprungen ist. Sehr sportlich. Dieses Gebiet hier würde ich nämlich als schwieriger einstufen. Ja, also sind wir dann hier im Schneegebiet. Ich glaube, da kann ich jetzt halt auch nicht so ohne weiteres rein, ohne Wärmeanzug. Obwohl es mich ja schon reizen würde, ja. Da mal hinzugehen. Aber Rehe gibt es hier leider nicht. Also ich hatte ja gehofft, hier mal auch in Gebieten, wo man noch nicht so oft war, vielleicht mehr Rehe zu finden. Aber das ist wohl nicht der Fall. Sind außer Häschen, habe ich hier gar keine Tiere weiter gesehen. So, und hier einfach runtergehen wäre ein bisschen Selbstmord. Selbstmordend. Komme ich denn hier eigentlich auch irgendwo wieder runter? Ja, also wenn ich jetzt hier reingehe, kriege ich sofort die Meldung, dass mir kalt ist. Also ohne Wärmeanzug kann ich hier nicht hin. Schade. Also früher ging das mal, also als das Gebiet komplett neu war. Ich riskiere es jetzt doch mal hier vorsichtig. Gut. Also als das Gebiet neu eingeführt wurde, konnte man da, glaube ich, problemlos sogar rein. Da ist man nicht gleich erfroren. Wir mal aus Versehen auf den Menüknopf. Weiß gar nicht, was ich da drücke, um da drauf zu kommen. Normalerweise müsste es ja Escape sein. Aber da drücke ich eigentlich nicht drauf. Naja, guck mal. Das ist, wir beobachten das mal.
Ich habe jedenfalls Hunger und muss jetzt was zu essen finden. Und das finde ich, glaube ich, zu Hause. Noch am ehesten. Hey, bleib hier. Der rennt immer vor uns weg. So ein Feigling. Nicht mal, wir wollen ihm doch gar nichts tun. Wir wollen nur ein Stück Rüstung aus dir machen. Jetzt ist er direkt vor mir und ich treffe nicht. Ach ja. Komm her. Nicht runter. Jetzt ist er weg. Hä? Nee, doch nicht. Ey, der verwirrt mich jetzt. Bleib hier! Lass. Sag mal, was sind das jetzt hier? Du willst mich doch verarschen hier. Jetzt bleib doch mal und lass dich töten. Bitte? Danke? Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt noch einer, der will mich doch bestimmt auch gleich mit verarschen. Nee, du nicht. Ja, der war nicht so lief wie der andere. Und der ist jetzt weg. Ganz schön viel Fleisch haben wir jetzt einstecken. Machen wir aber hier nochmal Rüstung. Ein weiteres Stück Tarnrüstung. Oh, hier ist ein Reh. Nicht nach unten. Nicht nach unten. Und nicht so wirr durch die Gegend rennen. Ha! Erwischt. Du hast doch noch kurz vorm Ende des Tages. Haben wir doch noch ein Reh hier bekommen. Sehr gut. So, Fleisch und Trophäen kann ich nicht mehr tragen. Aber dann haben wir 2 von 4 Rehfällen und dann ist es doch fast geschafft. Kann ja nur noch Stunden dauern. Tage. Monate und Jahre. Ja, so lange hoffentlich nicht. Tür auch zumachen nachts, damit hier keine Einbrecher reinkommen. Noch 2 Fälle und dann ist unser Sofa endlich fertig. Ich kann nicht noch mehr tragen, das heißt, ich muss es wahrscheinlich alles hier brutzeln. Oder ich müsste noch so ein Ding aufstellen, will ich aber eigentlich auch nicht. Erstmal gleich ein paar Stück Fleisch auf den Grill. Die Geräusche, die man hier manchmal hört. Macht mich kirre. Aber es sieht aus, als wäre die Luft rein. Au. Ich muss natürlich auch wieder aufschließen. Sonst laufe ich einfach gegen die Tür. Noch haben wir ein bisschen Tageslicht. Da können wir doch nochmal gucken. Wie gesagt, 2 Rehfälle.
Das dürfte doch nicht mehr so schwierig sein. Während ich dieses Sofa fertig bekomme, ja, damit ich gemütlich meine Füße vom Kamin hochlegen kann. Mehr will ich doch gar nicht. Das sind doch jetzt nicht so ausgefallene Wünsche, oder? Wo kommt der denn auf einmal her? Steht er auf einmal hinter mir? Komm, lass mich hier hoch. Wie so ein Gespenst. Wo ist er jetzt? Hallo? Ich höre ihn, aber es ist schon wieder so dunkel, dass ich ihn nicht sehen kann. Flitzpieper. Gut. Geisterhaft steht er im Dunkeln. Kommt er jetzt hier hoch? Ey, sag mal, was für eine Vollmacke. Oh, das ist auch noch so einer. Das ist ein wirklich heller, ein weißer. Mit so kleinen Kreuzen drauf. Die sind, glaube ich, richtig stark. Platt hier. Ich hoffe, der ist tatsächlich auch alleine. Ein bisschen Blut überströmt, aber ja. Ja, nee, das hat er nun davon. Jetzt ist er tot. Dann nehmen wir den doch gleich mal mit und vielleicht denkt man diesmal dran, ne, wenn wir den verbrennen an die Knochen. Ja, das jetzt mal nicht gemacht. Ja, da hat man so einen Typen aufs Feuer gelegt und dann ja, war alles weg. Da steht der einfach da. Will uns erschrecken. Spinnt wohl. So was kann ich leiden. Da fühle ich mich wieder verarscht. Ja? Erst verarscht uns diese Echse. Jetzt wollte der Typ uns verarschen. Lass ich aber nicht mit mir machen. So, Blut erstmal abgewaschen. So, jetzt gehe ich gleich zum Feuer, dass ich die Knochen hoffentlich auch einsammeln kann. Könnte ich auch noch ein bisschen Fleisch aufhängen und essen. So, genau. Und jetzt können wir hier auch die Knochen aufsammeln. Es müsste mal wieder regnen. Es hat doch vorhin geregnet, oder? Das ist falsche Erinnerung. Müsste da eigentlich unser Wasserspeicher voll sein? Na gut. Ja. Müssen wir halt eine Soda schnell trinken. Geht auch. Wie viel brauche ich für die Knochenrüstung? 6 Knochen. Da habe ich gerade genug, glaube ich, für eine, oder? Oh, 3 Stoff. Ja, dann haben wir ein Stück Knochenrüstung. Na, immerhin. Gut. Dann sage ich jetzt an der Stelle erstmal wieder für heute Tschüss und auf Wiedersehen. Danke fürs Zusehen.